Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ihr habt das Vivo Y21S und wollt es auf Werkseinstellungen zurücksetzen, vielleicht weil ihr es verkaufen, verschenken wollt oder einfach mal so. Wir zeigen euch in diesem Video, wie das funktioniert. Viel Spaß dabei! Ja, dann wollen wir uns heute mal anschauen, wie wir das Vivo Y21S zurückgesetzt bekommen, und zwar auf Werkseinstellungen. Das heißt, wir löschen im Prinzip alles, was wir einmal an Apps und Einstellungen vorgenommen haben, um das Gerät zum Beispiel zu verschenken, zu verkaufen oder es einfach mal so, wenn wir das Gefühl haben, wir könnten das mal gebrauchen, auf den Stand 0 zurückzusetzen. Wir gehen dazu einmal in die Einstellungen, hier aufs Rädchen, und haben ganz unten den Bereich System. Da gehen wir einmal drauf. Und haben jetzt hier Optionen zum Zurücksetzen. Zurückgesetzt werden können das Netzwerk, Apps und das Gerät. Jawohl, das klingt ganz gut. Jetzt können wir hier separat sagen, WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurücksetzen. Oder wir können sagen, alles, was wir an Apps, an Einstellungen vorgenommen haben, können wir zurücksetzen. Oder alle Einstellungen, so wie zum Beispiel Klingeltöne, Wecktöne oder Bildschirmhintergrund und solche Geschichten, das können wir dann da separat zurücksetzen. Wir können aber auch sagen, alle Daten löschen. Das ist dann eben auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Und das, was wir heute machen wollen. Da klicken wir jetzt einmal drauf und sehen hier schon, was dann alles gelöscht wird. Nämlich unser Google-Konto, System- und App-Daten sowie entsprechende Einstellungen, heruntergeladene Apps, Musik, Fotos, sonstige Nutzerdaten. Hier werden wir nochmal aufgeklärt, bei welchen Konten wir aktuell angemeldet sind. Nämlich WhatsApp und eben unserem Gmail-Konto. Die werden jetzt hier mitgelöscht. Wir handhaben das generell gerne so, dass wir da auf Nummer sicher gehen und unser Konto manuell löschen. Und dazu gehen wir einmal hier zurück in den Bereich Konten. Und hier sehen wir jetzt auch diese Konten. Und wir wollen uns eben auf jeden Fall von unserem Gmail-Konto hier abmelden, beziehungsweise das Konto löschen. Wenn wir da einmal draufklicken, haben wir hier den Bereich Konto entfernen und werden nochmal gefragt. Konto entfernen. Durch das Entfernen dieses Kontos werden alle zugehörigen Nachrichten, Kontakte und anderen Daten vom Telefon gelöscht. Das klingt gut. Konto entfernen. Ja, wir sind uns sicher. Schutzfunktionen für dein Mobilgerät funktionieren dann nicht mehr. Okay, wir sind ja im Begriff, das zurückzusetzen. Von daher ist das alles in Ordnung. Hier müssen wir nochmal unsere PIN eingeben zur Sicherheit. 1, 2, 3, 4 in unserem Fall. Bestätigen. Und jetzt sehen wir, ist das Konto auch wirklich weg. Das ist nur zur Sicherheit. Natürlich kann man eben genauso gut das Ganze hier über den ersten Schritt machen, den ich erklärt habe, denn da ist ja das mit inbegriffen. Also alle Daten löschen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann sagen wir hier unten alle Daten löschen. Da auch nochmal die PIN, ganz wichtig, kann ja sonst hier jeder rein und sagen, ja, das setzen wir mal zurück, das Gerät, bestätigen. Und nun werden wir abschließend hoffentlich nur nochmal gefragt, ob wirklich alle Daten gelöscht werden sollen. Jawohl, alle Daten löschen. Jetzt ist es so, dass das Gerät unseren Befehl ausführt, fährt einmal runter und fährt dann hoch und dann werden wir aller Wahrscheinlichkeit im nächsten Schritt mit der Maske begrüßt, die wir bei der Ersteinrichtung des Geräts auch gesehen haben. Hier sehen wir jetzt in einem kleinen Zwischenschritt, Löschen von Daten, bitte benutzen Sie das Telefon nicht. So, und jetzt sind wir wieder da, was ich eben meinte, der Startbildschirm, wo wir begrüßt werden, diesmal auf Deutsch, bei unserer Ersteinrichtung wurden wir auf Englisch begrüßt. Jetzt sollen wir unsere SIM-PIN eingeben. Wir haben ja noch unsere SIM-Karte drin. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn ihr jetzt an dieser Stelle seid, dass ihr die rausnehmt, wenn ihr das Gerät dann abgeben wollt. Genauso wie eure Micro-SD-Karte, falls ihr eine eingelegt habt. Und dann könnt ihr euer Gerät ruhigen Gewissens einpacken und verschenken, verkaufen. Oder ihr wolltet eben, wie gesagt, einfach so einmal das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dann könnt ihr natürlich jetzt auch die SIM-Karte drin lassen, wenn ihr die weiter nutzen wollt und wieder bei Null anfangen. Das war's zum Thema Zurücksetzen auf Werkseinstellungen beim Vivo Y21S. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!